Wenn in der Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg gefeiert wird, hat das einen besonderen Grund. Die Wasserballerinnen der Wasserfreunde Spandau 04 sind nach 2019 zum zweiten Mal deutscher Meister. Das Team von Marco Stamm setzte sich im dritten und entscheidenden Spiel der Best-of-3-Serie mit 9:7 gegen den SV Bayer Oerdingen 08 durch. Wir haben viel mehr zusammengespielt, wir haben uns gegenseitig gesehen und unterstützt und gepusht und ich glaube, gestern hat uns vielleicht die Nervosität ein bisschen eingeholt. Von Feierlaune fehlte allerdings anfangs jede Spur. Die Stimmung eher angespannt, denn nachdem jede Mannschaft bereits eine Partie für sich entscheiden konnte, hieß es nun alles oder nichts. Extra Ansporn bringen sicherlich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die dieses Wochenende erstmals wieder zu einem Spiel zugelassen sind. Im zweiten Spiel noch unterlegen, präsentieren sich die Spandauerinnen in den schwarzen Kappen mit zurückgewonnener Stärke. Nach 5 Minuten ziehen sie mit 4:1 davon. Doch die Krefelderinnen bleiben hartnäckig und beweisen sich einmal aufs Neue als ebenbürtige Gegnerin. Nationalspielerin Aline Frey erzielt mit dem einzigen Treffer im zweiten Viertel dann den Ausgleich und Pausenstand von 4:4. Es gab nach der Halbzeitpause einen kurzen Bruch. Wir waren nicht mehr konzentriert genug und dann haben wir ein paar doofe Gegentore bekommen, die Spandauer natürlich gut rausgespielt haben. Die haben unsere Fehler ausgenutzt und dann hat uns das hart getroffen. Doch auch nach der Halbzeit bleibt es erstmal eine enge Partie. Mit nur einem Torvorsprung gehen die Spandauerinnen ins letzte Viertel. In den letzten 8 Minuten schaffen es die Titelverteidigerinnen dann doch, durch die Treffer von Jennifer Glaser, Mariam Salum und hier von den Kuckenberg, sich mit 4 Toren abzusetzen. Ira Deike verkürzt zwar noch um 2 Tore, doch da ist das Spiel schon entschieden. Die Wasserfreunde Spandau 04 auch dieses Jahr ganz oben. Doch das bedeutet nicht, dass es nicht schon Pläne für die nächste Saison gibt. Champions League spielen, was dieses Jahr leider ausgesetzt haben, aber sicherlich wieder den Pokal holen, Meisterschaft holen, Supercup holen, weiter gewinnen, verbessern, unsere individuellen Stärken auch stärken. Vorher wird aber erstmal ausgiebig gefeiert und bei Außentemperaturen von über 30 Grad ist eine Abkühlung genau das Richtige. Außerdem hat sich der Verein noch eine kleine Überraschung überlegt. Mit einem Bus geht's ins Vereinshaus, wo man den Abend richtig ausklingen lassen will. An der richtigen Stimmung wird es auf jeden Fall nicht mangeln.